So Leute, und damit ein herzliches Willkommen und Hallo, ich bin es, euer MC Mafix, und es ist nun Zeit hier, die Sache langsam zu einem Ende zu bringen. Beim letzten Mal haben wir es zum einen, haben wir es geschafft, unter anderem den Hauptmann der Wache, Old Man Liu, zu bezwingen und daraufhin Zhan Yu als auch Yu Meran. Die beiden Geliebten sind nun bezwungen und nun wartet nur noch einer, der König dieses Lost Belt und der Herrscher über China und über die ganze Welt, Qin Huang Shuang. Also mein Plan ist, vielen Dank Martin, seine Support-Schalter hier zu nutzen, irgendwie man sie ein bisschen Buffs zu geben und ansonsten halt sie einfach irgendwie anzulocken und hoffen, dass das klappt. Ich glaube, ich packe nur Georgius erstmal hier rein. Ich habe jetzt die falsche CE ausgerüstet. Ich will ihm nämlich nicht die CE geben. Ich habe es mir jetzt gerade extra nochmal hier reingetan. Und einfach hier irgendwie schaffen. Die beiden können sterben, Mann. Ist mir scheißegal, Mann. Und ja, wir versuchen unser Bestes, Leute. Zeit für den letzten der großen Kämpfe. Und dann, machen wir wieder einen auf Baumfäller. Aber das Baumfäller soll schon irgendwie klappen, Mann. Also killt den blöden Ackergaul endlich. Killt ihn, Mann. Und dann heult's nicht rum, weil er stirbt und weil sie traurig ist, Mann. We win. Thank you. You may be friends. But you're also alone. Your storms, my make, why you're invincible, but you have no rivals with which to compete. Your strength in fighting alone is what sealed you defeat. Lord Zhang Yu. No way the hell we're losing to our overgrown horses 3 times in a row. I'm moderate, a damn knight of treachery. If you think you read my future, then I just rebel against that shit too. Hey, Chewie, what are you trying to pull here? Why haven't you even removed my elf's disguise yet? What possible reason could you have to hold back now? Shut up, shut up! What is the meaning of this? Qin Shunhang, of all the times of the Emperor to show up. How did you get to our treasury in the short time we were absent? We must have taken longer to reboot than we realized. That is vexing. Oh no, if the Emperor is here, then Shenkei must be. Now, how are things going to go? If Qin Shunhang reconciles with Caldea, I'll be right back to square one. Well, there was never much to gain from this lost belt. Anyway, it won't be a great loss. Yep, Hinako, if it makes you feel any better, you're absolutely right. I should honor you my agreement with the foreign god and see my job through to the end. So, I go ahead and have a Tree of Emptiness take care of Caldea right now. No, please stop. Go on then. Meyer, it is time to wake up. Show this tiny lost belt what your cosmos is really made of. Das war's mit dem Gegengift. Ah ja, wir wollten eigentlich ein Gegengift holen. What the? Why is the Fusang Tree splitting apart? Oh oh. The Tree of Emptiness, dieses Lost Belt. Wah! Oh yeah, that's a Tree of Emptiness if I ever saw one. I knew I was correct in my supposition, but I never expected anything quite like this. Are you sure that's a tree? It's the size of a mountain. How did something that big fit inside a bunch of dried up twigs all this time? Qin Lingao told us that the Fusang Tree was a treasury trove to a hidden mystic wisdom, also known as Tree of Life. But there are no ordinary means for such a vast amount of information to fit inside a single tree. That tree from the sage world must either contain some sort of independent dimension or... Shut up and get back! The spell and consciousness is trying to correct itself and is robbing gravity all around it! The Tree of Emptiness has been slapping up plenty of magic energy from inside the Fusang Tree's pocket dimension. It didn't even have to reveal itself out here to extend its roots into out of all of China's ley lines. The Fusang Tree, the divine tree that sits at the heart of our empire, all this time it was being co-opted by invaders. The Tree of Emptiness, so that impossible mythology does exist. Then, does the Minakuta and the Fox Woman were telling the truth all along? Of course, this world was pruned away, and the one that Chaldeans belong to is fact proper human history. The nation you brought together, your vision of everlasting peace, none of it was meant to exist.
Your entire history for the last 2,200 years worth more than a pipe dream. So, how does it make you feel? Sad, dejected, utterly crushed, with abject despair? Do not be ridiculous. This is wonderful news. Huh? Thanks to your, our greatness, our eternal empire exists right here, right now. After all, dreamers cannot distinguish between dreams and reality. For them, they are one and the same. So if the world is about to dream again, who can say if your corrupt ruined society or our prosperous world is the one that truly exists? Oh, I get it. Like whether I am Lubu, who thinks he's Red Hair, or a Red Hair who thinks he's Lubu. The Wisconsin Red Hair. When you get right down to it, it doesn't really matter. Would you just shut it, horse? We are trying to have a serious conversation here. Ich mag die beiden. No way! Can't your self-esteem is off the chart. I swear, this is exactly why I hate you so much. You are the ideal human, aren't you? Well, obviously. Qin Shi Huang has been an emperor for over 2,200 years, remember? He has probably overcome all sorts of things in that time. He's practically imperious to despair by this point. Very well then. The victor here will determine their true history. No matter how many other branches there are, we will prune them all away. Inklusive dich. Oh, now I see. So this is what you're afraid of, huh, Yui? You knew that Qin Shi Huang would get fired up once it was clear the pruning theoretical phenomenon was true. So, you decided to keep the tree of emptiness secret until that very last moment. Is that so? You thought this was true, and we certainly fell for it. You knew it was pointless to lie to an omniscient, omnipotent ruler. So instead, you were perfectly honest about it all, knowing Qin Shi Huang would never believe your word. By hiding the evidence that would validate your story, you were able to turn fact into fiction. You must have really, really wanted to prevent Qin Shi Huang from learning the truth. But why? Why were you so desperate to keep Qin Shi Huang from acting? Fool! You're really a hopeless, foolish Akuta. You would go that far to avoid war. You knew we would employ Zhang Yu in the war to be recorded as this planet's rightful history. So you wasted your time delaying the inevitable. To think you would choose such small comfort even in the face of certain destruction. So this is the nadir of foolishness to which love has driven you. Is it just me or? Yes, it is. Descending swiftly. Naturally, I will not be taking your foolish, selfish wishes into consideration. This will be a battle for the future of humanity. Those of you who are not human can stay out of it. Jaw Red here. Uh-huh. Damn it, I knew this jackass was gonna fall on us. Which one of your dumbest strategies wouldn't happen? Ooh-ooh. Oh, damn it. This is what I have to deal with now, that the king knows the truth about Lost Belt. Yui refused to help Qin Shi Huang's out of control. There's clearly nothing to be gained here anymore. I'm out of here. I'm going back to the office. Hold my gang gift to Lvan! Hey, she got away. Fufu! Forget her. We've all gotta get out of here. Mael, the Tree of Emptiness, was it? We shall grant your protection. We shall descend from on high, the most powerful guardian ever to exist. Hang on, where exactly is it going to land? Hä? Hä? Wieso hat er jetzt seine Kuppel zerstört? What the? Punk Palace has fallen. Is everyone alright? I thought for sure the Emperor was going to fall right on top of us. Did Qin Shi Huang just miss? Such foolish notions hardly deserve to be given voice. We acted only out of generosity. Chaldeans of proper human history, we are about to enter into a contest as to which of us truly embodies what is to be human, as well as over the direction in which mankind should proceed. Settling this dispute simply by making use of our mass would resolve nothing.
So rather than destroy us in order to protect the Empire, you want to converse with us about who should have the right to determine the future? Why would you make such that kind of concession now? You need to ask. We are the Emperor. We care first and foremost about humanity's future. We must grudgingly admit that our empire was indeed pruned away from history. However, we cannot ignore the proper human history we were so weak to be so easily wiped out, even as you advanced the chronicle theoretical phenomenon. History is woven together through human will. Its curse is no mere coincidence. Thus, the one who leads the chronicle theoretical phenomenon must be stronger, superior human. Someone is coming out of the Epanak Palace. Is that a person? Qin Shi Huang. It is the ultimate human form. It has overcome death, transcended yin and yang, and reached the truth of immortality. This is only Xerfin in existence. This is Qin. A human form? But I thought the Emperor was a giant machine, like in those movies about interstellar warfare. That isn't the only surprise. That spirit origin is less stronger than it is great. In proper human history, it would be ranked grand. Oh! Müssen wir uns screenshotten. Ihr wisst schon, für unser Discord. So. Interessant. Also, er könnte in unserer normalen Geschichte wäre er ein Grand Servant. So then, why is the Emperor a ruler? We grew this body to by applying the Elect-Chosen Ascension method we learned by analyzing the Fusing Tree. To the physiological data we had collected from Akuta Hinako. We had not planned on actually using it, but our discussion with Jinki changed our mind. If we are to prove our path for humanity superior to proper human history, then we must do so in our inhuman body. Your path for humanity. Should humanity prioritize safety in stagnancy, or growth which is inexorably entangled with risk? The question of which humanity is best suited to lead Earth from the chronicle theoretical phenomenon can no longer be decided with words alone. Thus, we will decide this matter by punching you. We shall also permit you to punch us in return. Whoever remains standing in the end shall be one entrusted with the hopes of the future. The hopes of the future. Foo-foo! We are the ultimate human. There is only one of us. Whereas you, Maxi, are but one of many humans from your world. Whichever one of us is stronger shall be the one to face Earth's next great challenge. We trust you agree there can be no fairer way to settle our dispute. Well, how about that? You're a damn sight more reasonable than I gave you credit for. Putting aside that Qin Shi Huang only come or to this because both sides refuse to consider the other position. I quite agree that we should accept his offer. There can be no better way to determine who is more fit for those chaotic times. This is how contests of power should happen. Master. So we're not fighting in hatred, but to show the strength of our conviction. Der hat ja richtig epische Reden drauf. Well, we can't back down from that. Now can we? Right, as members of Caldea Security Organization, no. As humans representing our own world and history, we agree to your terms, Qin Shi Huang. Good. With that firm gaze and fighting spirit, you should make a foe well worth crushing with those two hands. Now, come at us with all your might, members of humanity masses. We shall test you ourselves. Leute, es ist Zeit, die Sache nun zu einem Ende zu bringen und den letzten der von mir angekündigten Kämpfe zu schaffen. Es ist Zeit, den ultimativen Menschen dieses Lost Beltes zu bezwingen und erneut eine Welt in den Ruin zu stürzen. Zeit für den Grand Battle gegen den Emperor Qin Shi Huang. Ich bin heiß, Mann. Ich bin ja sowas von heiß, Mann. Ich bin ja sowas von heiß drauf, Mann. Es ist Zeit, los zu Jaltan. Aber davor erzählen wir eine Geschichte. Keine traurige, keine schöne, aber das Märchen meines Lebens. Oh, alles ging auf
Schalter, Mann. Okay. Alter, dieser Impilus, Mann, der war jetzt gerade unnötig. Das war auch unnötig, Mann. Hast du einen? Du hast nicht einen. Ich glaube, ich habe noch nie mit Schalter richtig gespielt. Okay. Mir zittern hier ein bisschen die Beine. Also. Ich habe nämlich echt Angst, wenn wir einen Fehler machen, weiß ich nicht, was das für uns bedeutet. Aber wir dürfen nicht aufgeben. Für unsere Welt müssen wir kämpfen. Das sehen wir fürs MP auf. Alter, mir zittern so die Beine, Mann. Machen wir Bulka Boulder, oder? Wenn schon, dann den schon. Also im besten Fall ersten Break by Down irgendwie bekommen. 40.000. Alter! Scheiter, Mann! Aber jetzt kommt er. Mothman, du bist so eine eindrucksvolle Gestalt, Mann. Ich respektiere dich echt, Mann. Ernsthaft, Mann. Er hat einfach was, Mann. Oder stimmt's mir jetzt nicht zu? Kann ich mir schon wieder die Frage stellen, wieso... Mesh, du bist... Du bist so schlecht, Mann. Leute, Mann, was will Mesh von mir? Ich frage es euch ernsthaft, Mann. Was will sie, Mann? Ja, dann hau halt drauf, Mann. Ja, okay. Ach, fällt mir auf, man bringt mir eh nichts. Hey, der zieht mich. Alter, Mann, ich krieg mit Schalter keine Pizza. Also, 10.000 Runden. Cool. Also, komm. Schalter. Diese Dreckszeit, Mann, die nix zu gebrauchen. Okay. Nein, sie ist gut, Mann. Und wenn sie stirbt, befehlst du aber. Ah, ich habe ja gar keine mehr. You're good, sind so krass, Mann. Okay, ich lebe immer noch. Okay, ich lebe nicht mehr. Die Recruits sind so hart, derbe, Mann. Aber es wäre halt einfach mal nice, wenn ich es halt einfach irgendwie mal schaffen würde, ihr scheiß MP aufzuladen, Mann. Aber es geht irgendwie nicht, Mann. So, das geht nur einen Zug. Warte mal, ich muss überlegen, was wir machen. Komm schon, Mann. Quit. Ich werde sagen, wenn du gequittet hast. Ist das in Ordnung? Ist nicht ganz so in Ordnung, aber passt schon. Also. Lohnt sich's? Ja, es lohnt sich sehr. Und im gleichen Zug. Bete, Schalter. Ich bete an dich. Tu mir mein... Bitte, liebe Waifu. Bitte. Sorg dafür. Ja, sie schafft's. Alter, man kann es echt so easy mit ihr so solo-mäßig machen. Alter, Mann, es ist echt nicht so schwer mit ihr zu solon. So, und das Nette ist, er füllt jetzt seinen MP auf. Das hat er jetzt eh in der Runde gemacht. Was hat er jetzt schon wieder auf meine Schalter gemacht? Hat er den MP geklaut? Das ist mir wurscht, der hat 163. So. Ich würde dich jetzt sehr gerne mögen, wenn du Jalte jetzt angreifst in der Runde. Oder Hans. Bitte aber nicht Shakespeare. Zum Glück habe ich inzwischen 141. Ist in Ordnung. Komm, hör auf. Ich bin dran. Danke, 10.000 Leben. Okay. Nero. Alter, Mann, wenn du jetzt meinen Jalte umbringst, Mann. Ich weiß nicht, was ich da so soll.
Oh, liebe Leute, Mann. Ich sag's euch, Mann. Das war's. Ich bin Fix und Foxy. Ich kann immer. Ach, verdammt, sie hat ja. Boah, sie hat ja da Invincible. Was mache ich mir da eigentlich so Sorgen, Mann? Ich spitz die, Mann. Liebe Leute, Mann. Hätte ich das schon vor davor gewusst, wäre das alles ein bisschen leichter geworden. Aber okay, Mann. Sie hat da Invincible, Mann. Okay. Wurscht, Mann. Die Musik ist sehr episch, Mann. Sie hat da Invincible, Mann. Ich sollte vielleicht mal die Skills von den Servern erlernen, die ich benutze. Ciao, Quishung, Mann. Tschüss. Oh, 318.000, Mann. Also mit ihr echt zu solo und das war jetzt echt nicht so schwer, Mann. Okay, passt. Bin zufrieden. Alles gut. War... Hab ich mir schlimm vorgestellt. Oh, Rector Quest. Die kann ich ja nicht reinstecken, Kuishunghang. Jetzt müsst ihr noch beim Jesus auftauchen. Okay. Liebe Leute, er ist bezwungen. Und das heißt, wir haben alle schlimmen Fights geschafft, Mann. Oh, ich liebe es sehr, Mann, wenn man Plan aufgibt, Mann. Es ist so ungewohnt, Mann. Also, okay, ja. Jetzt machen wir dasselbe, was wir in jedem Lost Belt machen. Immer wenn einer angeschlagen ist, dann treten wir nochmal im Fakes in die Weichteile. So. Zack. Andere Party nehmen. Ich kann eigentlich mein Aussie habe ich in diesem ganzen Level nicht ein einziges Mal benutzt, fällt mir gerade auf. Ich könnte theoretisch Aussie nehmen, aber ich muss sagen, es klappt so krass mit Jackie, Mann. Jackie und Scotty, Mann, und dazu Ding. Ist so ein nice Kombi. Also komm. Und ich glaube, unsere Welt hat bezwungen. Das ist übrigens für Jinky, mein Freund. Mothman. Was that? Has our knee truly touched the ground first? It did. Are you convinced now, Your Imperial Majesty? You weren't out of your own way of fight us as humans, even knowing that we had no chance in battle against your mechanical vessel. You have borne a vast responsibility all these years, and for that you have my respect, but the results speak for themselves. Even as a Zendrin, you choose to prioritize defense, but defense is a role for gods, not humans. Humans' nature lies in pressing ever onward, no matter how foolish it may be to do so, or how disgraceful the results may be. Yes, we can express only our genius shock. Tell us, Maxi, in your world, are all people, no, all humans as strong as you? I don't know, but I do know this. Whoever else might have come to fight you instead wouldn't have had to do it alone either. Das ist schön, das gefällt mir. I'm not sure, Maxi. I mean, our world is pretty well stocked with dumbasses. Still, I guess I could be bothered to help out if there was someone even half as freaking stupid as you trying to handle this. Oh yes, I'd be even more inclined to trust someone like that, being a horse and all. We see. So even if you had fallen, you have every conviction that someone else would come to take your place. Foo-foo. If all of you protest of such resilience and the will to endure life tribulations, then perhaps human may indeed be able to overcome any obstacle in their path toward a future with limitless possibilities. Yes, that's what we believe, too, along with someone else who helped us come this far. Very well, we'll take the bet. We will leave the future of the chronicled theoretical phenomenon in proper human history's hand. See that it flourishes under your care. That last part might be kind of tough, but I'll do my best. Okay, Monsterpferd. No, I do not accept it. Huh? Turnish on you. Even if that is what the humans have agreed upon, I cannot accept it. You would defy your decree, Kaiju Zero? You are my lord no longer, your Imperial Majesty. My loyalty now is to my companion, Yu Meren. Lord Chang Yu. You, my beloved, has chosen this lost belt as their home. She has wandered far too long in search of peace. And now, at long last, she has found it. I cannot take that away from her. You have got to be freaking shitting me.
Gut ausgedrückt, Mordred. Sehr politisch. He wants to go for another round? Please stop. That's madness. Your body needs maintenance. You are in our shape to fight again. Please, Lord Zhang, you mustn't. You're already at your limit. There's no way you could win. It's alright. This body of mine can still move, so I will not let them cut down the tree of emptiness. Your future, my first and final prayer, can only exist beyond its branches. Zhang Yu is preparing for battle again, Master. The Zhang Yu from Popular Ministry died a plague by regrets. Now I will see if this wish is fulfilled. Just this once, I will fight not for the Emperor, but for the woman I love. Now behold what Zhang Yu can do when he is pushed to his absolute limits. Come and get some, du kleines Mecha-Pferd, Mann. Red Horse ist tausendmal beeindruckender als du kleines Mistpferd, Mann. Leute, Mann. Das ist nicht so wie bei Ivan, wo ich echt Mitleid am Ende hatte, Mann, wo der einfach gesagt hat, ich habe mein Volk geschützt und was macht ihr? Das ist einfach, Mann, ich kämpfe gegen scheiß Ackergaul, Mann, und freue mich endlich, ihn Abzug fertig zu machen. Oh, schön. Fell Destruction. Das ist ein schönes Skill. So soll jeder Fight beginnen. Also. Upp. Mein Mikro fällt gleich um. War diese Eruption, die er ja losgehauen hat, Mann? Alter, Mann. Ey, Mann. Mikro. So, Leute. Professionell Fake Window aufnehmen. Wie eh und je. Soll ich mir das rumskarien? Nö. Ich will, dass Jackie 10% Crits. 10% von ihrem MP-Judge bekommt. Das könnte sie hin. Ja, sehr schön. Lutsch. Lutsch. Dreckslutscher, Mann. So ein Drecksviech, Mann. Das ist so ein hartes Drecksviech. Er hat einfach nur verdient zu verrecken, Mann. Mit jeder einzelnen Phase meines Körpers wünsche ich ihm einfach nur, dass er stirbt, Mann. Weil es einfach ein Cheater ist, Mann. Ihr könnt es mir auch sagen, was ihr wollt, Mann. Aber es ist halt einfach ein Cheater, Mann. So, ich muss mir leider das noch aufheben. Kannst du mal auf einen Skadi-Karten zu ziehen, Mann. Jetzt habe ich 5 Skadi-Karten gezogen und eine einzige hier von hier. 2. In 2 Runden, toll. Beim nächsten Mal ziehe ich alle meine Jack-Karten. Oh, heißt es hier dann. Na, 2 Quick-Karten hätte ich. Und die Arzt-Karte, sehr nice. Also komm. Ciao. 90% ist die Quick-Karten. 90% ist die Quick-Karten nicht, Mann. Was? Aber okay, ist in Ordnung. Alles ist tutti frutti, mein Freund. Wir sind ja noch da. Übrigens fällt euch auf, wir hatten jetzt meine 5 Züge, die wir gebraucht haben, um so einen Drecksbefehlszauber zu aktivieren. Befehlszauber. Ha, Befehlszauber ist ja nett. Ja, so ein Ding. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine, liebe Leute. So, Unlimited Quitstars. Ja, ja, komm. Mir ist wurscht. Du kannst jetzt nicht mal evaden, du Lutscher, Mann. Du kannst es gerne versuchen, aber mein Enkelbro, dem ist es wurscht, Mann. Der steht einfach nur da. Mit der guten Laune. So, und schon geht's mir wieder gut. Ich bin Enkelbro. Hi. So, aber Enkelbro braucht jetzt auch ein bisschen Power. Ja, ich hätte Quits das mir holen sollen. Aber okay, wenn ich Glück hab, töte. Ja, das wird schon meinen Jackie schaffen. So, ne, wie gesagt, also bei Ivan, weil da war es ja auch im Lost Belt. So, der ist ja auch so halb tot gekommen, nachdem ihn alle betrogen haben. Und er ist einfach hingekommen und hat gesagt: Freut ihr euch, dass ihr unsere Welt zerstört habt, für die ich gekämpft habe? Und der. Er ist eine Maschine, Mann. Er hat nichts Gutes in seinem Leben getan, Mann. Er hat gekämpft, 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 Mann. Und jetzt auf einmal, ja, jetzt muss ich mir für meine Geliebte kämpfen, die ich eigentlich nicht kenne, weil die aus einer anderen Welt ist. Bla, bla, blub, Mann. Killt ihn, tut seine Überreste einschmeißen und macht daraus irgendwas Schönes. Leute, beim nächsten Mal werden wir diesen Lost Belt beenden. Und nun ist es Zeit, wieder Paul Bunny rauszuholen und den Baumfäller zu spielen. Bis zum nächsten Mal und im Finale des 3. Lost Belts. Bis dann, auf Wiedersehen. Ciao.